Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir diesen Herzkaktus malen. Und na, das ist gar nicht so mal eben gemacht. Wir nehmen dafür nämlich das 50x Watercolor Buch. Und in diesem Buch sind 50 Tutorials drin, ja, und die zeigen dir, wie du all diese schönen Dinge von Jalina malen kannst. Die Lena ist wohl davon ausgegangen, dass du kein kompletter Anfänger bist, weil die ganzen Motive sollen hier in nur 5 Schritten gemalt werden. Und ja, das zeigt auch, dass du nicht unbedingt ein kompletter Anfänger sein kannst, wenn du das Buch zum ersten Mal in die Hand nimmst. Und du siehst auch hier die Grundlagen, da geht sie ja nur kurz drauf ein, ne? Sagst du die Basics, wie das Ganze funktioniert mit den Wasserfarben und dann geht es auch schon los. Und jetzt hier siehst du zum Beispiel das Ananas-Tutorial, auch wieder 5 Schritte oder ein Himbeerdonut in 5 Schritten. Ja, eigentlich genügt das und ja, es funktioniert auch. Auch wenn ich mir manchmal so den einen oder anderen Schritt mehr gewünscht hätte. Aber ich glaube, vieles ist jetzt hier auch Ermessenssache und man kann es gar nicht so hundertprozentig darstellen. Die Sache ist ja, Malen ist etwas Kreatives. Ne? Es soll ja nicht alles das Gleiche sein. Das heißt, nicht jeder Schokodonut soll wie der nächste aussehen. Deswegen ja, kannst du hier ganz kreativ zu Werke gehen und du musst nicht hundertprozentig alles so machen wie die Lena. Ja, und wir werden uns jetzt einmal um diesen Herzkaktus kümmern. Und dafür brauchst du ja einmal das Buch, ne, wenn du genau schauen willst, oder halt dieses Video, da zeige ich dir auch ganz genau, wie der Herzkaktus funktioniert. Dann habe ich natürlich noch mein Bleistiftset. Den Mikron Fineliner und meine Wasserfarben von Van Gogh und den Canson Aquarell Malblock. Ja, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich zeige dir mal hier mein Endergebnis. Das ist das, was ich am Ende herausbekommen habe. Und wie ich das jetzt male, das zeige ich dir in diesem Video. Also, jetzt geht's los. So, ich habe mir jetzt mal hier meinen typischen Arbeitsplatz aufgebaut, einfach den Block, meine Farben und Wasserfarben. Und jetzt kommt noch ein weicher Bleistift, den brauche ich, um vorzumalen. Und ja, da kann ich auch hinterher gut alles wegradieren, was ich denn dann nicht brauche. Ich lege mir auch schon mal ein Ceva bereit, weil auch das werde ich gleich benötigen, um die Farben zu testen. Und jetzt male ich mal laut dem Buch die ersten Schritte nach. Ne? Also als erstes mal die Rundung der Tasse. Und in die Rundung der Tasse setze ich direkt diesen Herzkaktus rein. Ne? Diesen Kaktus gibt es ja wirklich. Ne? So schöne Herzen haben die. Ja, sieht doch richtig schön aus. Und wenn mir das nicht gefällt, dann bin ich auch hier in diesem Moment, kann ich noch ohne Probleme einfach drüber malen. Ne? Also die Linien müssen alle noch nicht stimmen. Ich kann dann einfach drüber malen und gucken, was ich anders haben möchte. Ja, das mache ich jetzt auch erstmal. Sobald ich mit dem ersten Entwurf fertig bin, werde ich erstmal die unnötigen Linien wegradieren und dann hinterher gehe ich nochmal komplett mit dem Radierer über das Blatt und ja, ich sorge dafür, dass alles ein bisschen heller wird, ne, sodass ich es noch sehen kann, aber nicht mehr unbedingt so präsent ist. Liegt einfach daran, wenn ich da gleich mit meinen Wasserfarben reingehe. Dann möchte ich natürlich, dass das deckend gemalt wird. Das heißt, ich möchte nicht hinterher noch meine Hilfslinien sehen können. Und aus dem Grund gehe ich dann immer so vor, dass ich das alles sehr hell mache.
sehe meine Hilfslinien zwar noch, aber alles nicht mehr so doll. Und wenn dem so ist, dann kann ich auch endlich mit der Farbe loslegen. Jetzt nehme ich erstmal das Grün. Ich habe das hier vorher auf meinem Zähler ausprobiert und gehe mit ziemlich viel Wasser da rein und gehe auch immer in die Rundung mit rein. Ne? Kann ich besser malen. Ich habe ja diesen Katzenzungenpinsel und ich kann die Form besser nachempfinden, wenn ich das denn direkt rund ansetze, ne? Und male das erstmal ganz hell nach. Ja, sobald das Ganze seinen ersten grünen Anstrich bekommen hat, gehe ich nochmal mit dem Grün rein und du siehst, ich sorge dafür, dass es immer alles noch schön feucht ist. Auf diese Weise kriege ich die helleren Stellen in der Mitte und die dunkleren an den Rändern. Das Ganze gibt dann so einen leichten 3D-Effekt. Vergiss nicht, immer mal die Farben zu probieren. Ne? Dafür hast du das Zähler neben dir liegen. Auf diese Weise weißt du, womit du da reingehen kannst. Weil oftmals sind die Farben, die in deiner Palette sind, ganz andere als die, die schließlich auf dem Papier landen. Deswegen ist es immer eine gute Idee, wenn du das einmal kurz testest, bevor hinterher dein Bild kaputt ist, dann lieber einmal mehr testen. Versuche das Ganze jetzt erst einmal so wie im Original und ungefähr mit den gleichen Farben und gehe dann auch wieder hier, ne, an den Rändern dunkler und zu den Seiten hin heller und schau mal, ob ich den Rest der Tasse wirklich weiß lasse oder den auch noch einfärbe. Weil im Moment würde ich sagen, ja, eigentlich möchte ich fast den Rest auch noch einfärben, damit das Ganze so ein bisschen, dimensionaler wird, ne? Und nicht nur so flach ist. Und dafür brauche ich jetzt aber erstmal so ein bisschen lila oder beziehungsweise braun-lila.
Und diesen Braunton, den nehme ich jetzt für die Erde. Aber du siehst schon, ich habe da Lila genommen und habe da nochmal mit Orange reingemischt, sodass das einen schönen, satten Braunton ergeben hat. An die Feinheiten und was passiert? Ja, die Farbe läuft rein, ganz normal bei Aquarell oder bei Watercolor einfach, ja, wir malen ja mit extrem viel Wasser, ne? Aber nicht schlimm, dafür habe ich das Zewa neben mir liegen, ich tupfe das weg und gleich male ich das nochmal über. Bevor ich das mache, setze ich aber erstmal die Stachel, ne? Dafür nehme ich den Micron Fineliner und setze einfach so kleine Haken da rein, ne? Größer, kleiner, ja, und wenn ich das damit fertig bin, dann gehe ich nochmal mit der Farbe rein, damit das Ganze nochmal schöner wird. Ja, das Ganze überzeugt mich noch nicht so. Ich weiß, jetzt ist es so wie im Buch. Die Lena hat es aber besser hinbekommen. Deswegen male ich jetzt hier nochmal nach, werde so ein bisschen dunkler. Und die weißen Stellen, die bekommen jetzt bei mir einen hellblauen Anstrich, also ein helles Aqua, ne? Einfach damit, ja, das ein bisschen nicht so viel Kontrast hat. Also ich finde das irgendwie schöner. Und dann gehe ich nochmal mit dem Zewa rein und nehme wieder überschüssige Farbe auf. Also einfach immer um das ein bisschen nachzujustieren, damit das ungefähr gleichmäßig wird. Thank you.
gerade bei den Rändern finde ich, da sollte es so eine klare Abgrenzung geben. Deswegen gehe ich mal nur mit Farbe da rein, ganz ohne die vorher mit Wasser zu mischen. Und ja, damit man sieht, ne, hier ist der Rand der Tasse und lass das Ganze so ein bisschen da reinlaufen, weil darunter ist es ja durchaus noch feucht. Ja, und dann ist meine Tasse auch schon fertig. Und ich muss sagen, mit Hilfe der Anleitung mit den 5 Schritten, da war das doch recht einfach zu handhaben. Und ja, man kann vielleicht noch das ein oder andere nachbessern, aber im Großen und Ganzen ist es die Tasse geworden, die auch im Buch zu finden ist. Also Daumen hoch für das Buch, richtig schönes Buch, kann man sich zu Gemüte führen, vor allen Dingen kann man ganz viel ausprobieren und ganz viel nachmalen. Und wenn man das tut, lernt man natürlich auch immer mehr über das Watercolor-Malen und es macht auch richtig Spaß. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video. Tschüss!